Herzlich willkommen bei einem kleinen Tipps und Tricks Video in Saints Row auf der PlayStation 5 oder falls ihr eine PlayStation 4 haben solltet, funktioniert das genauso. In einem gewissen späteren Verlauf, wie ihr selber schon mitbekommen habt, gibt es gewisse Vorhaben, sogenannte Firmen, die man aufbauen kann und hochziehen kann. Und es gibt am Ende für 1.600.000 eine Firma, die ihr vielleicht aus den anderen Spielen kennt, denn es geht um die Planet Saints. Und für die Planet Saints müsst ihr Lastern erbeuten, die, einfach so nicht einfach so zu kriegen sind. Denn die fahren in der Welt rum, wenn man sie anschießt, kriegt man Polizei oder vielleicht auch die Banden auf den Kopf gesetzt oder auf den Hals gesetzt. Und der LKW fährt einfach permanent weg. Man muss ihn erst wirklich erst runterballern, dass der Fahrer aussteigen tut und somit dann halt auch den Fahrzeug kapern kannst und zurückfahren kannst. Aber es gibt auch noch einen ganz einfachen und leichteren Trick und den möchte ich jetzt gerne euch hier präsentieren. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz raus, wieder zurück zur Karte, also zurück zum Spiel. Gehen runter zum Flugplatz. Zum Landeplatz für die sogenannten Helikopter. Und da gibt es dann genau zwei Stück. Es gibt eigentlich insgesamt drei Stück, aber ich habe jetzt einfach mal einen genommen, der am besten dafür geeignet ist. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist, wenn ihr zum Beispiel den Oppressor nehmt oder den Thompson, könnt ihr alle beide verwenden, ist eigentlich pups egal. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist halt das sogenannte Abschleppseil. Das habt ihr in den vorigen Missionen ja von den Nebenquests, also Nebenaufgaben, auch schon ein paar Mal gemacht, so Container von A nach B bringen. Und das nur hier im Endeffekt umsetzen. Und das möchte ich gerne euch jetzt mal gerne zeigen, sofern es so gut funktioniert, gleich beim ersten Anhieb. So, als erstes müssen wir ihn erstmal suchen. Die beste Variante ist, direkt bei dem Planet Saints Gebäude zu stehen und da ein bisschen rumzufliegen, um die LKWs zu entdecken, die halt rumfahren. Die sind halt random, man kann nicht genau sagen, wo sie sind, aber wenn sie da sind, dann sind sie auf jeden Fall dort, wo man sie braucht. Nicht direkt vor der Haustür. Und ja, ich würde sagen, wir fliegen erstmal direkt. Ich tue es einfach live zeigen hier in eine kleine Aufnahme. Und wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und ihr könnt ja gerne mal ein paar Tipps und Tricks von eurer Seite mal raushauen, wenn ihr irgendwas habt, wo man sagen kann, ja, das ist auch nicht schlecht. Da könnte man das auch genauso machen. Weil viele Aufgaben sind manchmal wirklich schwer von A nach B zu bringen oder sonstiges. Also nicht so extrem schwer, aber es sind manchmal so umständlich. Deswegen suche ich manchmal immer schön eine gute Möglichkeit, irgendwas hier zu ergattern. So, nach ein paar Minuten rumfliegen sehen wir hier schon auf der rechten Seite den Helikopter, den LKW stehen, den wir kapern müssen. Und das ist eigentlich ganz einfach, wie gesagt, mit R1 tut er dann die Seilwinde raushauen. Das Abschleppseil, da ja unten noch steht, das ist vielleicht sehr gut. Genau richtig anpassen. Ups, ja, das zum Beispiel darf halt nicht passieren. Genau. Und das tun wir den einfach unterwegs, halt einfach kapern während des Fahren. Das ist auch alles möglich. Wie gesagt, Umgebung achten ist halt immer das A und O. Dann kriegt er das auf jeden Fall hin. Manchmal ist es auch richtig gut und das ist vielleicht beim ersten Hieb. Aber sonst müsst ihr halt immer gucken, wie ihr das am besten hinbekommt, ohne viel Sachen zu holen. So, jetzt haben wir den zum Beispiel. Dann fliegt er ganz weit nach oben, falls ihr das ganz lustig findet. Müsst ihr aber nicht. Man kann es aber trotzdem machen, weil es trotzdem irgendwie lustig wird. Weil der Fahrer versucht, die einfach nur weiterzufahren, bis zum geht nicht mehr. Und wenn ihr einfach keinen Bock habt, dann tut ihr einfach die X-Taste loslassen. Und er springt einfach raus. Warum auch immer. Ich finde es einfach nur lustig. Ja, und stirbt halt instant. So, und somit könnt ihr jetzt einfach zurückfliegen, denn wenn ihr das Fahrzeug jetzt da unten kapern würdet, würdet ihr Polizei bekommen, erstens, würdet ihr auch dann gleich sehen. Und die wollen euch ans Leder. Aber das, um das zu vermeiden, ist es ein ganz einfacher Trick, wie gesagt, den LKW kapern, mit dem Helikopter, mit dem Abschleppseil, dann runterfliegen, hinter den Planet Saints Gebäude. Was ihr ihn auf jeden Fall nicht machen dürft, Dreieck drücken, dann ist es dann auch wieder ein bisschen kaputt, aber ein bisschen nicht. Dann R1 loslassen.
nochmal R1 drücken für die Dings abkoppeln, das Seil. Nebendran einfach landen, ganz gechillt, da gibt es schön viel Platz für den Helikopter. Dann springt ihr rein, fährt ein Stück zurück und das war's. So, und wenn ihr einen ganz kurzen Moment gesehen habt, vielleicht hat es gar nicht angezeigt, sind immer zwei Polizisten am Start, die auf jeden Fall den LKW nachjagen. Bekanntheitsstufe 2, wie ihr gerade oben sehen könnt, und Bekanntheitsstufe zurückgesetzt. Und somit, ja, habt ihr den LKW und das könnt ihr bei allen 12 Teilen machen und beim 12., die 13. ist es dann im Endeffekt nur noch mit dem Typen da drinnen reden und schon ist das Vorhaben der Planet Saints abgeschlossen. Ja, das war's eigentlich, ein kleiner kurzer Trick. Vielleicht hilft er euch, es ist auf jeden Fall einfacher und schneller, statt ewig lange rumzusuchen und rumzugeiern und verfolgen den LKW. Und ja, stressfrei und einfach. Ne? So, das war's dann eigentlich. So, tschüss, euer Chris in HD 3000.